Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3 mit Gotha. Wir haben das letzte Mal hier den ganzen Rest hier, was Gotha angeht, auseinandergenommen. Ja. Das Einzige, was uns jetzt noch hier im Wege steht, Gotha wieder aufzubauen, das wären die Orks da unten. Und ich denke mal, darum werden wir uns heute kümmern. Haben wir jetzt alles eingesackt hier? Bevor hier die Rebellen hier Fuß fassen in der Hütte. Ja, ich hoffe mal. Da unten liegt noch ein Schild. Das ist mein. So. Wir haben alles. Dann können wir diesen Locator jetzt wieder ausmachen. Und die Immersion wieder herstellen. So, wir haben zwei Flammendings im das im da. Ja, hier unten liegt noch ein Schwert für mich. Habe ich gerade so mit meinen Adleraugen hier so mitten gesehen. So. Wir haben im Übrigen das letzte Mal nicht groß und dick und fett gespeichert hier am Ende der Folge. Das wollen wir jetzt nachholen. Ja. So Meister. Der Dämon von Gothas Geschichte. Verschwinde, Mora, und verbreite deine Lügen woanders. Oh, das ist wie mit den Drachen. Oh, ist vielleicht ein Geschichte. So, tust du das? Na warte, es wird nicht lange dauern und du liegst im Dreck, Mora. Niemand besiegt mich, Mora. Das ist natürlich blöd jetzt, dass du jetzt... Du schlägst mich? Na, warte! Ich werde dich töten! Das ist eigentlich das Blödeste, was wir hätten machen können gerade mit dem Portal. Warte, wir machen das anders. Wir speichern nochmal... Quatsch, wir laden nochmal den hier. Wir würden das jetzt praktisch machen. Wir würden das einzeln machen, wie wir das immer so gerne machen. Ja, jemand bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Was? Mich verarschen? Welch Speicher stimmt. Moment mal. Jetzt wirst du bluten. Lass ihn in den Staub mit ihm. Seht ihr, was gerade hier passiert? Ich denke mal, ich meine, ihr seht's ja. Wir flutschen erstmal weg hier. Ja, ja. Warte. Kann mir mal einer verraten, was das für eine technische Scheiße ist? Du wagst mich zu schlagen? Ich werde dich töten. Ich wollte bloß mal wissen, ob die jetzt auch wieder sauer auf mich sind. Alter, wir laden den Speicherplatz. Bevor wir die aggressiv gemacht haben. Was ist? Die sind da schon aggressiv. Was ist denn das für Scheiß?
Das habe ich ja noch nie erlebt. Also wer jetzt hier irgendwie zusieht, wer hier an den Mods hier in irgendeiner Form beteiligt ist. Ich hoffe, ihr seht euch das ganz genau an. Ich weiß mal, ich weiß. Das heißt, wir brauchen jetzt auch nicht neu laden, die einzelnen hier. Wir müssen hier jetzt das so machen. So. Was mit meiner Lebensenergie? Also irgendwas funktioniert nicht so wie soll. Das muss ich auch sagen. Das ist. Ich sage nur meine Lebensenergie. Wir hatten letztens knapp fast 300. Eigentlich hätten wir über 300 haben müssen. Waffe weg! Ja, Mora! Weg mit dir! Die Waffe weg, Mora! Sofort! Du hast es so gewollt! Ich weiß nicht, wo der dazu gehört hier. Normalerweise müsste der aggressiv sein, oder? Die mit ihrer Umschmeißerei von den Gegnern, die kotzen mir auch nicht mal an, wie so. Weil die NPC ist ein NPC. Das hatte ich ja damals schon gesagt bei den Streams hier bei mir. Bei Gothic 3. Misch dich niemals oder versuche es zu vermeiden, dich hier einzumischen in einen Kampf NPC gegen NPC. Gerade wenn eine Horde hier gegen irgendeinen Ork kämpft, so wie in Ordea ganz am Anfang. Mit der Waffe. Ich glaube, die gehören hier nicht dazu, oder? Weil diese Aufstehen, weil die NPCs, die haben die Angewohnheit, ja, die halt so umzuschmeißen. Und wenn die halt aufstehen. Du wirst sterben. Dann müssen die jetzt irgendwie hier. Und ja, scheiß Baum hier. Die wir so seit kleinen Grüppchen hier rausgelockt kriegen, da geht das ja. Das Blöde ist bloß, wenn hier von irgendwoher. Also manchmal weiß ich nicht, was wir mit der Aggression machen. Als der Diego jetzt schon wieder nicht hier. Wir müssen uns gleich mal. Nein! Hau doch erstmal den ein hier oben, Mensch! Oh, das ist jedes Mal dasselbe! Mann! Das geht mir schon wieder auf die Nüsse, dass wir hier nicht neu laden können und hier die nochmal mit der Einzelrauslauf-Taktik holen können. Ich weiß nicht, ob der irgendwie eine Funktion hier hatte, der Typ, weil er hat den Namen. Das kannst du vergessen, mein Freund. Wem hast du es gezeigt? Ja, sobald die anfangen hier zu schießen auf mich, dann würde ich lieber erstmal Reis ausnehmen hier. Wir würden aber nicht allzu sein, die an die Richtung, weil die anderen da an dem Tor, zumindest der eine da. Weil das scheint hier irgendwie nicht dazu zu gehören, zu der Bande. Der steht, ja genau. Nein, die sind ja relativ schnell umgehauen, die Orks hier. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber wie gesagt, diese Armbrustspitzen, die gehen mir auf die Nüsse. Hauptsache, die schießen nicht auf mich, wenn die jetzt auf Diego oder so schießen. Die halten irgendwie mehr aus an der Stelle.
Na? Schießt auf mich schon wieder da hinten. Ja, genau, genau, du feige Ratte. Stehen bleiben, Mora. Ja, stehen bleiben, Mora, damit du schön auf mich schießen kannst hier, ey. So. Wieso hast du denn die Waffe nicht draußen, Mann? Ich hab doch gedrückt hier. Was denn? Was war denn das? Das war doch kein Pfeil, das kam doch keiner. Es ist wie mit dem Wildschwein das eine Mal. Also irgendwie passieren hier Sachen in dem Mod, durch die Mods. Die sind eigentlich nur bescheuert. Ja, holen wir deine Armbrüste in die Raum, genau. Also Speicher noch mal zwischen. Ich hab's immer noch drauf. Noch einer? Scheiße. Was jetzt? Ja, hör auf den Baum zu verprügeln, er würde nichts tun. Nur ein toter Ort ist ein guter Ort. Ich glaube, die Bande hätten wir. Aber das ist doch, also ich verrecke hier durch nichts. Da bildet sich wahrscheinlich das Spiel hier irgendwie ein, der Ork würde einen Schlag machen, obwohl er den überhaupt nie macht. Also irgendwas ist, stimmt die ganze Runde nicht, dann vorne nicht. Genauso mit dieser Aggression hier bei Neuladen hier von vorhergehenden Speicherplätzen. Ich meine, so haben wir auch wieder hier Warenwert einstecken. Hier hat irgendjemand auf den Baum geschossen. Ich meine, der Baum ist unschuldig. So, wie liegen wir in der Zeit? Oh, ganz gut. So, da können wir die Geschichte mit Gotha hier dann langsam mal hier zu einem, naja, Abschluss bringen. Das heißt, zumindest was das Hauptspiel angeht hier, Gotha. So, die ganzen Pflanzen sammle ich jetzt nicht, die hier angezeigt werden. Das mache ich jetzt nur so lange, bis wir die ganzen Orks hier ausgeräumt haben. Dann stellen wir die Immersion des Spiels natürlich wieder her. Ja, das sind so... Ich kann jeden nur raten, also ich meine, die meisten Gothic-Spieler wissen das ja auch. Generell die Spiele spielen. Holt euch erst das, was auf euch schießt. Das ist ganz wichtig. Die normalen Orks, die kann man so, die kriegt man so alle. Das ist, die sind jetzt nicht unbedingt ein Problem. Aber diese scheiß schießende Bande, egal ob es jetzt ein Magier ist oder, weil Fernkampf macht ja einen Schaden hier im Spiel, hier dem Helden. Das ist einfach nur sagenhaft.
So, weil. Gut, da können wir jetzt Immersion wieder herstellen. So, die Orks von Gotha sind, haben wir denn wenigstens jetzt Rebellenruf? Wir haben, ja gut, wie gesagt, für 50 Rebellenruf, da müssen wir hier noch ein bisschen mehr machen. Städte erobern und so weiter. So, wir müssen aber auch gleich nach Okara. Und geht die ganze Geschichte mit Gotha hier natürlich weiter. So, können wir dem Gorn das sagen? Gorn? Oder mal, haben wir irgendwie Potros bleibt den Rest seines Lebens tot. Potros genau. Bleibt den Rest seines Lebens tot. Wow, gute geil, Nachricht. Ein Klassiker. Sehr gute Nachricht. Yeah. Jetzt kann ich mit der Planung anfangen. Leb wohl, alter Freund. Nichts leb Wieso wohl. Denn, alter Freund? So alt bin ich nun auch wieder nicht. Eine Pause wäre aber gar nicht so verkehrt. Alles wird gut. Der kommt aber jetzt trotzdem weiter mit, ja? Er bleibt jetzt nicht hier. Wie sieht es? Wie sieht es mit Unterstützung von außen aus? Sehr gute Idee. Geh für mich nach Okara und überbring Roland, dem dortigen Rebellenanführer, eine Nachricht. Was soll ich ihm sagen? Er hat mich gebeten, das Lager der Orks auszukundschaften. Das hast du ja auch toll gemacht. Du bist einfach reingegangen und hast dich gefangen nehmen lassen. Als würde dir sowas nie passieren. Wer musste dich aus der Burg des Minentas befreien? Warum wir diese Anekdoten hier reinzubringen, Mann? Wo war ich stehen geblieben? Ach, genau. Vor kurzem kam ein Bote aus Montera zu Potros und ich konnte ihr Gespräch belauschen. Der Bote sagte, dass bald die große Lieferung aus Montera hier ankommen würde, die Potros bestellt hätte. Waffen, Proviant, einige Werkzeuge und noch ein paar weitere Dinge. Vorher machen müssen. Was bringt Roland diese Information? Wenn Roland in den Waldgebieten ein paar Posten aufstellt, könnte er diese Lieferung abfangen. Ach, Mensch. Ich glaube, dafür war der Typ da. Du kennst das doch. So wie früher im neuen Lager. Wir schnappen uns die Lieferungen von anderen. Wie damals, damals als ich jung war. Ja, schon klar, was du meinst. Ja. Gib den Teleport, was? Nee, wir gehen noch mal zu diesem Tristan hoch und mal gucken, weil das hier mit dem, ich würde natürlich mal gucken, warte mal, wir haben ja gespeichert gerade, wir speichern noch mal, pass mal auf. Wenn wir jetzt neu laden, dort in... Wir laden mal neu. Ich würde, will mal was gucken. So, das ist auch erstens auch schon für euch die Information. Wenn ihr jetzt spielen wollt, um zu sehen, aha. Ja, ich hätte doch ganz gern mal gesehen, wie das aussieht, wenn wir jetzt... Sind die jetzt wieder aggressiv hier auch auf den anderen Speicherplätzen? So, wir kommen hier runter, greifen die mich jetzt an. Die sind auf dem Rückzug hier. Erfahrung 100. Die übernehmen hier. Guckt euch das mal an. Die sind auf Rückzug jetzt bei dem Speicherplatz, wo wir den weder aggressiv gemacht haben, sonst noch sonst was. Da nehmen die wirklich, ich weiß nicht, wo der das hier hinspeichert. Wo der diese Informationen hernimmt aus dem Spiel, die Speicherplätze. Dass die jetzt auf dem Rückzug sind oder mich eben angreifen wollen. Das ist was ganz Ekelhaftes. Das ist, hier muss man sich wirklich, wirklich, das kann ich nur so sagen. Ich nehm's euch mit, wenn ihr selber spielt. Hier die Mods. Irgendwas ist, hängt hier drin in den Mods, die dafür sorgen, dass wirklich, das muss ich nochmal mit dem PK, ich weiß nicht, ob der das auch schon so mitgekriegt hat. Das ist der erste PK, charmant, Grüße an dich, geh raus. Er ist nochmal mein erster Ansprechpartner hier in der Sache. So, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mitgekriegt habt. Ich sag euch mal ganz ehrlich hier an der Stelle. Ihr habt es jetzt gesehen bei mir hier. So, vielleicht hilft euch das ja an der Stelle weiter. So, was man dagegen tun kann, ich weiß es nicht. Aber es ist nun mal so, wenn ihr hier dieses ganze Paket spielt, der XXL, hier Gothic, hier gemoddet und so weiter. Seid euch auf jeden Fall sicher, was ihr tut, wenn ihr hier eine Gruppe angreift. Weil wie wir gerade gesehen haben, ich denke mal, das wird auch bei anderen Städten hier so sein. Wenn das an einer Stelle ist, da ist es meistens auch an den anderen. Dass, wenn die aggressiv hier sind und die laden einen Speierplatz, was weiß ich, drei Tage früher, ich denke mal, das wird jetzt auf allen Speierplätzen, die ich mir jemals im Spiel hier gemacht habe, so sein, dass wenn wir hier nach Gotha kommen, auch wenn wir das erste Mal hier nach Gotha kommen, ich denke mal, das wird nicht anders sein. Da werden die hier schon aufgegeben haben. Wäre jetzt natürlich für mich eine Möglichkeit, hier diese flüchtende Bande umzuhauen, weil die Erfahrung, die rattert ja gerade durch hier, dass ich mir quasi doppelte Erfahrung dadurch holen könnte, indem wir die Orks quasi doppelt umhauen. Aber mache ich nicht.
ist nicht ist im Spiel so vorgesehen. Also machen wir das nicht. So, nee, wir wollten zu Tristan und Isolde. Isolde mal warten. Ja. Aber das ist doch einfach nur scheiße. Das ist ja im normalen Gothic 3 ist das ja nicht so. Das kommt definitiv aus dieser ganzen Mod-Geschichte hier. Dass hier wirklich die aggressiv sind, Speicherplatz übergreifend. Egal, ob man jetzt hier an den Anfang des Spiels lädt oder eben nicht. Ich muss was essen. Ja, ja, ich muss was essen, ja, ja. So, wir gehen mal hier nach Okara. Das sind solche Sachen, die nimmt der Speicherplatz einfach nicht, die setzt der Speicherplatz dann einfach nicht zurück. Also, wie gesagt, wenn ihr jetzt eine Stadt hier ausräumen wollt, ganz vorsichtig sein. Weil Neuladen bringt euch ja dann nichts. Und zu sagen, ich lade neu und mach's dann nicht, genauso wie ich das gerade machen wollte. Das ist halt echt bescheuert, das ist echt behämmert. Und warte mal, wir haben jetzt, ich würde das nochmal machen, wir haben jetzt 28 Lernpunkte. Ich gehe mal hier beim Innos schreien, ich will jetzt nochmal Leben lernen hier. So, pass auf. Innos! Wir machen jetzt ganz... Und es kommt noch schlimmer. Jo. Gewähre mir die, gewähre mir Lebenskraft. Gewähr... Jo, ich nehme jetzt hier, warte mal, 20 Lebenskraft mit. Jo, für 500 Gold, 20 Lebenskraft, genau. So, verbliebene Lernpunkte 23. So, wir haben jetzt... Ja, jetzt zählt er das richtig. So, jetzt will ich mal was gucken. Das will ich jetzt... Wir gehen gleich runter. Wir machen mal kurz hier eine Testrunde. Wir speichern mal. So, Spiel gespeichert. So, ich lade jetzt mal hier... was weiß ich. Wir laden mal hier... Warte mal, wo waren wir? Wir laden mal hier rein. Keine Ahnung, was das hier, wo wir hier sind. Weil irgendwas nimmt er hier beim Speichern nicht mit. Irgendwas ist hier. So, wir haben jetzt 225. Wir stehen jetzt hier oben. Ja. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir gehen mal nach Monterra, weil den Gotha Teleporterstein hatten wir, glaube ich, noch nicht an der Stelle. Wir flitzen mal nach Gotha. Gucken, was die in Gotha hier machen. Also, da könnt ihr das nämlich mal gleich sehen. Was ich vorhin sagte, dass wir uns das jetzt mal zusammen hier ansehen. Ob jetzt nach wie vor hier, egal ob wir jetzt direkt vom Anfang des Spiels aus dahin rennen und jetzt beim Aufgeben sind oder eben nicht. Das will ich jetzt mal wissen. Das wollen wir, wie gesagt, jetzt halt zusammen rausfinden. Weil wenn wir solche Probleme hier schon haben, da wollen wir das auch, damit ihr selber das jetzt nicht unbedingt hier ausprobieren müsst, weil bei dem einen oder anderen läuft ja jetzt Gothic 3 gerade mit den Mods ja mal stabiler und mal unstabiler. Und so braucht ihr jetzt nicht unbedingt neu laden. Ihr könnt natürlich bei euch selber dann auch mal sehen, wenn ihr das spielen wollt oder gespielt habt oder gerade dabei seid, das zu spielen. Bei euch mal neu laden und gucken, ob das bei euch auch so ist. Ja, das würde mich dann tatsächlich irgendwo interessieren. Ihr könnt ja mal irgendwo in die Kommentare schreiben an solchen Stellen hier bei mir in der Folge, wenn wir solche Probleme haben und wenn wir versuchen, dem auf den Grund zu gehen, da würde ich mich mal ganz interessieren. Ja, hier, die sind schon auf dem Rückzug. Die haben das aus dem neuesten Speicherplatz von mir mit übernommen. Ja. Jetzt will ich aber mal gucken, wir haben noch, wann haben wir hier das Leben gelernt? So. So, wir gehen wieder hier hoch. Das war, glaube ich, vor Gotha. Hier stehen wir vor Gotha. Wo stehen wir hier? Hier wollen wir gerade bei Gotha einmarschieren. Wir machen mal. Wir hatten 295 Leben. Ich kann noch mal eine Folge von vorher reingucken. Wir hatten 225 Leben und die 95 Leben. Und hier 293. Habe ich hier irgendwas abgelegt? Oder ist hier irgendwas bei mir gemacht worden? Ist mir hier irgendwo Gewalt angetan worden im Spiel? Wodurch diese Lebensenergie wieder verschwindet? Warte mal, wir haben hier, das ist der Waffenschutzring. So, wir hatten das hier angelegt. Das hatten wir angelegt. So, hier, 293 Leben. Und auf dem neuesten Speicherplatz hatten wir im Kampf gegen Gotha nur 268. Das sind 25 weniger. Ja, gut. Wir laden den wieder rein, unseren neuesten hier, wo wir jetzt gerade spielen. Also, irgendwas stimmt hier mit der Speicherung absolut nicht. Ich sagte, passt auf, was ihr macht in dem Spiel. Keine Ahnung, ob das so sein soll. So, der bringt mir immer noch.
Moment mal. Spielstand, was ist das denn jetzt? ...1721, das ist von... Backup Safe, warte. Boah, ist mein schneller Speicherstand jetzt weg? Habe ich das jetzt richtig mitgekriegt? Wir nehmen das jetzt einfach so an. Wir machen jetzt noch, wir sammeln den ganzen Kram jetzt noch mal ein hier. Das kann natürlich sein. Das würde mich jetzt auch nicht unbedingt wundern, sage ich mal. Gerade durch die Mods. Ich hoffe mal ganz stark, dass es nicht dazu kommen wird, aber vielleicht kommen wir hier sogar an den Punkt durch diese ganze fehlerbehaftete Sache da hier mit den Speicherplätzen. Am Ende kommen wir wirklich an den Punkt, wo wir hier nicht weitermachen können. Das kommt mir gerade so in den Kopf. Das kann natürlich auch sein, dass wir hier irgendwann mal dadurch, dass der hier mit hin und her laden und sowas nicht klarkommt. Also ich muss mal gucken hier. Ich glaube die Steam Cloud, da muss ich mal gucken hier. Die schwimmt ja hier auch noch irgendwo mit. Ich hasse die Steam Cloud, ganz ehrlich. Ja, also irgendwo nimmt er hier wirklich die Aggression bzw. die Haltung der Orks in den Fall, nimmt er zurück mit auf vorhergehende Speicherplätze. Das muss ich auf jeden Fall mal hier, aber wie gesagt, beim PK ansprechen. Vorzugsweise bevor ich das nächste Mal aufnehme. Ob man da technisch jetzt was dran ändern kann, wenn man hier einmal die Installation hat, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hilft es ja. Wenn ich jetzt sage, wir haben hier die Probleme, dann mit der ganzen Sache wird jetzt nachgegangen, sage ich mal. Und das für euch dann, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt jetzt hier das Ding nochmal spielen. Und ja, wir haben unser Leben, gelerntes Leben ist ja noch nicht da. So, das Ding machen wir wieder aus. Wir laden nochmal unser Leben rein hier. Wie wir das gerade gemacht haben. Wir haben wie viele Lernpunkte? Wir haben 28, genau. Ja, wo ist Gorn? Also das mit den ganzen Mods, das ist absolut noch nicht fehlerfrei. Das ist. Ich meine. Enos! Es kann jetzt sein, dass es den einen oder anderen von euch gibt, der sagt, das ist absolute Scheiße. So, 20. Jetzt müssten wir 288. Es geht schon wieder los. Der zählt 20. Der zählt 10. Er hat nur 10 dazu gezählt. Wir speichern das einfach mal. Wir nehmen das einfach mal mit. Mal sehen, was er beim nächsten Mal mit uns macht hier. Wir müssten locker über 300 haben, was wir hier schon ausgegeben haben. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zu Roland. Wir sind ja auch gleich wieder fertig. Wir haben mit dieser ganzen Sache hier jetzt einen Haufen Zeit verschwendet. Ja. Dach. Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Lindarth führt. Dann benutze ihn. Schnell, nein. Sprich mit dem König. Nein, lass mir Ruhe. Die Untoten in Gotha sind besiegt. Jo. Bei Innos. Endlich ist der Fluch der Schamanen gebannt. Der Dank aller aufrechten Männer dieses Landes ist dir sicher, Fremder. Jo. Nimm dieses Gold als bescheidenen Tribut von uns allen. Du wirst es brauchen, um Gotha wieder aufzubauen. Die Stadt soll wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Jo. Sprich mit Sean. Er soll alles Nötige veranlassen. Besonders scharf. Lass uns Moterra erobern. Nein, du spielst ja wohl. Lehre mich, wie ein Paladin zu kämpfen. Nein. Wenn ich hier wie ein Paladin kämpfe, dann stehe ich auch den ganzen Tag und lese irgendwelche Bücher.
Vorzugsweise immer dieselbe Seite. Ja, schon, hier wird sich gepennt. Wenn du Gold und Silber hast, bring es mir. Ich mache dir einen guten Preis dafür. So, zeig mir deine Ware. Gib mir, mach mir erstmal einen guten Preis hier. Du hast 17.000 Kröten. Das lehne ich doch, ungern ab, das Angebot. Ja, aber jetzt nicht die Kelche Goldpokal. Weiß nicht, welche jetzt hier davon, aber da gibt es ja bloß drei. Danke. So. Schwing deinen Arm nach Gotha, du Pfeife. Ich kümmere mich um die Eisenmine. Ja. Nebenbei achte ich darauf, dass wir trotz der schwierigen Situation nicht verarmen. Ich nehme es den Reichen und verteile es unter den Männern hier. Verstehe. Du bist ein Dieb und stiehlst für die Rebellen. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Bauer in Geldern. Heute sammle ich Artefakte. Jo. Tja, im Krieg ändert sich so manches. Ja. Hier. Was gibt's in Geldern zu holen? War lange nicht mehr dort. Dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche Artefakte. Jo, wir sollen Gotha aufbauen. Hilf mir, ein besserer Dieb zu sein. Jo. Gut, mal sehen, was ich dir noch beibringen kann. Ja, bin ich auch mal gespannt. Was kannst du mir denn beibringen? Bring mir etwas über das Diebeshandwerk bei. Schwerer Taschendiebstahl. 2000 Gold, 6 Lernpunkte. Ja? Dazu bist du noch nicht bereit. 2 Diebesgunst. Was? Jo, machen wir einfach mal. Kein Problem. Im Grunde ab. Ja, ist ja gut. Genauso einfach nur über den Dialog. Geschickter Taschendieb. Hier. Wir sollen Gotha wieder aufbauen. Gut. Ich werde nach Gotha gehen und kümmere mich darum. Allerdings brauche ich Gold dafür. Mindestens 1000 Goldmünzen. Jo, das hatte ich mir gedacht. Hier hast du 1000 Millionen. Hier hast du 1000 Gold für Gotha. Ich habe vergessen zu sagen, dass dies nur meine Zahlung ist. Ja klar, bring ihm heute noch mehr hier rein. In einem erbärmlichen Zustand. Yeah. Ich muss viele Leute einstellen, um die Trümmer zu beseitigen und die Festung wieder in Ordnung zu bringen. Du solltest also etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Wie viel mehr? 30 Gold sollte reichen. Das ist sehr viel Gold. Die Festung ist nicht klein, die Zeit ist schwer und die Leute wollen nicht umsonst arbeiten. Du wirst helfen, oder? Welcher gierige Drecksack hat hier solche Mods hier in Quest hier mit reingebracht? Also mal ganz ehrlich. Wiederaufbau. Danke, Mann. Das wird reichen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Ich muss hier kämpfen für die Leute und ich muss bezahlen für die Leute. Sie haben die Festung in Ordnung gebracht, wenn du dort ankommst. Es bleibt nur noch sie für ihre Arbeit zu bezahlen. Ich kümmere mich ohne dich darum. Du hast uns bei unserer Sache sehr geholfen. Offensichtlich weißt du, wie man anderen Leuten in die Tasche greift, ohne dass sie es merken. Ich habe ein gutes Gespür für so etwas. Ich habe eine gute Rüstung, sie erleichtert uns die Arbeit und, du würden gut darin aussehen, du verdienst es, sie zu tragen, das sehe ich. Natürlich wird sie nicht umsonst sein, du weißt, wir brauchen dringend Gold. Aber wenn du interessiert bist, gebe ich dir einen Rabatt. Ich brauche auch dringend Gold, wer kämpft denn hier die ganze Scheiße, ey? Erzähl mir mehr über die... Na, ach Mensch, komm. Ach ja. Ja, 125.000, ja, scheiß weg hier. Über die... Die schwere Banditenrüstung hat 100... Um die Rüstung tragen zu können, benötigt man 260... Das sind so Sachen, die reißen dich komplett hier aus dieser Immersion von dem Spiel raus, hier diese Ansagen hier mit der Rüstung und so. So, erzähl mir mehr über die Artefakte, will ich dich wissen. So, gut. Ja, guck mal, wie viel haben wir jetzt? Ja, toll, unser ganzes Gold, was wir gesammelt haben, weg. Macht überhaupt auch mal was hier? Jo. Nee. Okay. Ich denke mal. Können wir schlafen gehen oder sind wir noch nicht müde? Ja, ich fühle mich nicht müde, na klar. Ja. Speichern. So, wir gehen mal nach Gotha hin. Gucken mal, was da gerade los ist und dann machen wir gleich Feierabend. Reicht für heute. Jo, die sind jetzt alle hier. So, hier sind ja jetzt auch durch die... Guck mal, ja, Jacob und so. Die sind ja jetzt alle hier. Genau.
Und wir machen hier an der Stelle wieder Feierabend. Ja, Gotha ist erobert. Die Bande ist hier da. Und da haben wir jetzt 3 Folgen hier mit Gotha verbracht. Ja. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wie gesagt, ihr habt ja gerade gesehen, was für Probleme wir hier wieder hatten. Ihr könnt ja mal bei eurem Spielstand, wenn ihr gerade selber spielt, da auch mal nachgucken, ob das bei euch auch so ist. Und wenn ihr jetzt gedenkt, hier die ganze Mod-Paket zu installieren, achtet da auf jeden Fall drauf. Oder ich würde nochmal mit dem PK, wie gesagt, nochmal ein paar Worte wechseln. Vielleicht kann ich euch in der nächsten Folge das mehr dazu sagen, dass ihr vielleicht, wenn ihr jetzt das Ding installiert, da gibt es ja vielleicht ist da ja schon was geändert worden oder verbessert worden. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall, ihr habt es gesehen. Ja, okay. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.